Moin YouTube. Ja, hier ist Christian aus Hamburg und ich möchte euch heute eine für mich sehr, sehr besondere Pfeife vorstellen. Und dazu gibt es so eine kleine Tabakvorstellung. Und zwar reden wir über diese Pfeife. Ich werde sie jetzt nochmal im Detail einblenden. Was soll ich sagen? Ich habe es getan. Meine allererste Dunhill-Pfeife ist da. Und ja, ich habe sie für sehr günstiges Geld bekommen. Ich will nicht sagen, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe sie über eBay gekauft. Und ich wusste nicht sehr viel über den Zustand. Also ich hatte die Information, dass sie schon beraucht ist, dass sie von außen poliert ist und das Mundstück desinfiziert ist, aber mehr wusste ich nicht. Es gab einige Bilder dazu, die ich mir natürlich runtergeladen habe, reingezoomt habe, wie verrückt. Und dabei stellte ich fest, dass es eine Dunhill Red Bark Shaped 251 ist. Größe. Also ein kleineres Füllvolumen. Viel erstaunlicher fand ich eigentlich den Stempel auf dieser Pfeife. Denn gestempelt ist sie mit der Made in England, dann eine 12 mit einem Unterstrich, was darauf hindeutet, dass sie aus dem Jahre 1972 ist. Ein bisschen recherchiert und kam irgendwie zu dem Punkt, dass die Red Bark eigentlich erst 1973 offiziell hergestellt wurde. Es aber doch durchaus einige Estate-Pipe-Shops gibt, die eine 72er im Angebot haben. Okay, kein großes Aufsehen. Ich habe dann mein letztes Gebot abgegeben und ja, somit war ich dann Besitzer dieser Pfeife. Meine erste Dunhill. Für das Geld auf jeden Fall eine super Pfeife. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich völlig durchdrehe und mir jetzt nur noch Dunhill-Pfeifen zulege. Nee, so weit bin ich nicht und da fehlt mir auch einfach das nötige Kleingeld. Und das ist halt im Grunde eine Pfeife für mich. Ich habe zwar dieses, ja, diesen Pipe-Bit drauf, einfach weil ich das jetzt auf alle meine Pfeifen gemacht habe, weil ich doch schon manchmal die Pfeife gerne einfach umstecke und da belasse. Von daher, es ist eine Pfeife ohne Filter. Ich habe zwei Petersen-Pfeifen auch ohne Filter. Stört mich eigentlich gar nicht. Ab und zu mag ich das mal, auch abhängig vom Tabak. Und das Schöne oder Besondere an dieser Pfeife ist, dass dieser Metallstab, der sich so hier im befindet und bis in die Rauchkammer geht, so vorne leicht abgeschrägt ist wie so eine Kanüle, dass der noch völlig gut erhalten dabei war. Und der erleichtert auf jeden Fall auch das Säubern der ganzen Pfeife, weil man hat einfach weniger, ja, Feuchtigkeit, Ablagerungen hier im Holmbereich. Das ist schon schön. Schöne Pfeife, fässt sich gut an. Die Beize ist auf der einen Seite ein bisschen heller als auf der anderen. Stört mich aber gar nicht, es ist halt eine sandgestrahlte Pfeife. Darf gerne mal ein bisschen benutzt und angegriffen aussehen. Das stört mich gar nicht. Also man sieht wirklich so auf der rechten Seite, dass da wirklich so da, wo der Daumen ist, dass da ein bisschen was abgegriffen ist. Ich fasse sie auch gerne an und genieße einfach diese Pfeife in der Hand zu haben. Die Sandstrahlung ist halt super weich und überhaupt keine Ecken, gar nichts. Das macht echt Spaß. Ja, also meine erste Dunhill. Ich mag sie sehr gerne. Ob weitere Folgen, weiß ich nicht. Will es nicht drauf anlegen. Dafür ist, also ich hab nur eine Rossi 320 Volcano, die für, glaube ich,
Ja, also die Hälfte neu vom Gebrauchpreis, die er dann gekostet hat. Die raucht sich hervorragend, das ist eine super Rauchmaschine. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einer schlechten Dunhill für 400 Euro, 500 Euro neu oder einer Rossi-Rauchmaschine, dann nehme ich die Rossi, ganz klar. Oder auch eine Peterson, die man auch für einen fairen Preis teilweise erhält. Aber interessant ist ja auch, was rauche ich heute? Zu Ehren dieser Dunhill-Errungenschaft. Bevor ich dazu komme, kurzer Einwand. Ich nutze heute mal hier so ein Gasfeuerzeug. Nicht, weil es einige Kommentare gab zum Thema Gas-Benzinfeuerzeug. Wohl auch gerne als Tankstelle verschrien. Ich nutze mein Sippo gerne. Ich mag das. Ich bleibe dabei. Es schmeckt für mich überhaupt nicht nach Benzin, wenn man das Sippo Benzin verwendet, die Flamme anmacht, ein bisschen brennen lässt. Das schmeckt überhaupt nicht nach Tankstelle. Es schmeckt nicht nach Benzin. Und ich kenne es noch damals vom Drehtabak. Also das war echt überhaupt kein Problem. So, ich lege mal kurz die Pfeife weg und zeige euch, was ich heute rauche. Und zwar passend zur Dunhill. Fast. Peterson Deluxe Navy Rolls. Es gibt ja eine lange Historie zu den Deluxe Navy Rolls, dann nur Navy Rolls, dann oder auch dazwischen Escudo. Ich muss sagen, ich weiß von all dem nichts. Habe ich vorher nie geraucht. Aber ich bin durch einen YouTube-Kanal darauf aufmerksam geworden. Und suchte nach einem Virginia Perique Blend. Und dann kam der Peterson eigentlich gerade richtig. Ich wusste, dass er früher von Dunhill hergestellt wurde. Habe ihn jetzt mal von Peterson bestellt. Was soll ich sagen? Wundervoller Virginia Curly Cut. Ich zeige euch mal kurz das Tabaksbild. So, hier also nochmal das Tabaksbild. Wir sehen hier schönen Curly Cut. Also wirklich diese runden, dünnen Flakescheiben, die man super einfach zusammenbröseln kann, knicken und falten kann, wie es einem beliebt. Tolles Tabaksbild, der kommt sehr feucht. Nicht zu feucht, also eigentlich genau richtig. Man muss damit gar nichts mehr machen. Ich werde ihn jetzt auch ins Glas packen. Er liegt da jetzt, ja, ich glaube, seit eine Woche offen drin, dreimal geraucht, pro Pfeife eigentlich immer so zwei Röllchen und dann einen kleinen gebröselten Rest, der noch in der Packung liegt. Noch oben on top, so als Anzündhilfe. Das ist eigentlich perfekt. Also ganz klare Empfehlung. Super Tabak. Will mal dran riechen. Ja, heuig, also die Heuigkeit und Spritzigkeit von Virginia kommt auf jeden Fall super durch. Man hat sofort parallel dazu den Perique. Also es ist nicht so, dass es eine Einheit bildet. Das sind tatsächlich einfach zwei Gerüche, die man parallel hat. Und ich liebe diesen Geruch vom Perique. Wundervoll. Sehr zu empfehlen. Auch ohne Tabak, ohne Tabak sage ich schon, ohne Filter sehr zu genießen. Macht Spaß. Ja, zu guter Letzt. Neben dieser kleinen Empfehlung, ich will jetzt gar keinen Fass aufmachen und eine Stärkebeschreibung und wonach er schmeckt. Die meisten haben ihn wahrscheinlich sowieso schon geraucht. Es gibt von Wolfgang tolles Review dazu. Tolles Review, also er sagt einfach, okay, ist ein super Tabak, raucht ihn. Er macht Spaß. Wer Virginia mag, wer Perique mag, das in Kombination ist super. Es ist nicht ganz so doll verheiratet. Man schmeckt schon noch beides raus und man schmeckt die Pfeffrigkeit vom Perique ganz, ganz deutlich, was ich aber sehr mag. Ich finde das gar nicht als spitze oder störend. Ich mag das sehr gerne, wenn der Perique so durchkommt. Weil nur alleine
Gepresster Virginia gibt mir nicht so viel. Aber wenn da noch ein Perique dabei ist, dann macht das die Sache schon wesentlich interessanter für mich. Und zu guter Letzt will ich euch noch ein kleines Highlight zeigen, was ich heute gebaut habe. Ich habe ja gerade sehr viel Zeit, da ich sehr viel Zeit zu Hause verbringe. Und ich wollte mal ein bisschen Ordnung in meine Pfeifen bringen. Also habe ich mir ein kleines Pfeifenregal gebaut. Das zeige ich euch noch kurz zum Abschluss. Ich sag schon mal Tschüss, verabschiede mich aus Hamburg. Euer Christian. Ciao. So, jetzt also mein kleines Pfeifenregal. Ihr seht, da stehen noch ein paar Tabake rum, alles nicht so ganz aufgeräumt. Aber im Grunde ist es geflammtes und dann geöltes Holz. Und da sind eben diese kleinen, ja, Halterungen dran, dass man die Pfeife einklippen kann. Und hier kommt jetzt noch eine schöne Holzbox hin, wo ich dann die Tabake lagern kann. Gerade die, die in den Gläsern sind, dass sie halt nicht der Sonne ausgesetzt sind. Aber ich finde es eine nette Idee, es wird jetzt noch an die Wand gehängt. Aber so habe ich wenigstens direkt eine Übersicht.